Ich begrüße euch ganz herzlich zum Kachelmann-Wetter an diesem Donnerstag. Wir blicken natürlich wieder auf das Wetter der nächsten Tage. Schauen mal ein bisschen genauer auf das Wochenende, das wieder mal Hochdruckeinfluss bringt. Trockenes Wetter, aber halt nicht überall den Sonnenschein. Es gibt eine gewisse Zweiteilung. Das werden wir uns im Laufe des Videos anschauen. Nun blicken wir erstmal auf den heutigen Donnerstag. Ja, der bringt in einigen Regionen mal wieder Regen. Haben wir ja schon länger nicht mehr gehabt. Aus der Nacht heraus ist im Westen schon schauerartiger Regen aufgezogen, der sich dann heute weiter in Richtung Osten ausbreitet. So regnet es dann häufiger heute von Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen über Thüringen bis nach Sachsen. Auch generell in der Südwesthälfte oder im Südwesten einige Schauer, auch mal vereinzelt in dieser feuchtlabileren Luft kann auch mal ein Gewitter dabei sein. In Bayern noch erstmal häufiger trocken. Hier kann es auch stellenweise noch mal ein paar Auflockerungen geben. Aber allerdings haben wir es hier erstmal noch auch mit dieser dichten Schleierbewölkung, noch mit dem Sahara-Staub zu tun, der allerdings heute mit den Niederschlägen dann ausgewaschen wird, beziehungsweise auch mit der Kaltfront verdrängt wird. Ja, Kaltfront ist das Stichwort. Die ist nämlich dann im Norden des Landes schon aufgezogen, ist aber im Norden eher schwach wetteraktiv, bringt hier dichte Wolken. So schiebt sich diese hochnebelartige Bewölkung auch ein bisschen weiter ins Landesinnere voran. Die Sonne wird sich hier kaum zeigen. Ab und zu kann es mal ein bisschen tröpfeln, ein bisschen nieseln, bleibt aber doch größtenteils hier in der Nordhälfte des Landes trocken. Und später sind dann auch Richtung dänischer Grenze Nordfriesland ein paar Auflockerungen möglich. Ja, an den Temperaturen seht ihr, die kältere Luft ist in der Nordhälfte schon eingeflossen. Hier verbreitet deutlich einstellige Werte. Ja, mit der kälteren Luft kann es dann so in den nördlichen Mittelgebirgen zum Abend dann auch schon mal in Schneeregen oder Schnee in den Hochlagen übergehen. Im Süden nochmal sehr mild, zweistellige Temperaturen von 10 bis zu 16 Grad auch am Oberrhein. Ja, in der kommenden Nacht kommt dann diese Kaltfront weiter bis in die Landesmitte voran. Das heißt, die Schneefallgrenze sinkt dann doch in den Mittelgebirgen dann teilweise mal so auf 300, 400 Meter. Das heißt vor allen Dingen auch in Richtung Thüringen und Sachsen auch durchaus noch mal ein bisschen tiefer. Hier kann es dann so im Erzgebirge so oberhalb von 300 bis 400 Meter durchaus bis morgen früh auch mal eine dünne Schneedecke geben. Ja, und dahinter lockert es auf. Und ihr seht es an den Temperaturen, es wird frostig. Das heißt, es kann auch durchaus in der Landesmitte, wo die Straßen noch nass sind, durchaus auch zu gefrierender Nässe im Erzgebirge auch zu Schneeglätte kommen. In Richtung Süden bleibt es erstmal noch milder. Hier fällt meist Regen, lediglich in Lagen von oberhalb 1000 Meter an den Alpen auch etwas Schnee. Nun, morgigen Freitag kommt dann diese Kaltfront dann an den Alpen an. Hier schneit es durchaus auch noch mal längere Zeit bis in die Täler. Sonst noch mal in der Südhälfte einzelne Schnee- oder Schneeregenschauer, wird aber insgesamt relativ schnell nachlassen. Im Erzgebirgsstau noch mal ein paar Flocken. Sonst häufig schon trocken. Und ihr seht in der Nordhälfte freundliches, oft sonniges Wetter. Und zum Nachmittag gibt es dann diese Aufheiterung auch zunehmend in Richtung Süden. Die Höchsttemperaturen dann morgen so zwischen 0 Grad im Fichtelgebirge und bis zu 7 Grad in Rheinnähe. Nun, dann gucken wir mal auf das Wochenende. Da sehen wir relativ schnell, ja, bei den Symbolen eine gewisse Unterschiede. Wir haben es mal wieder mit Hochdruckwetter, wie so oft in den letzten Wochenenden zu tun. Allerdings heißt das ja nicht immer der Sonnenschein. Denn die Nordhälfte des Landes wird doch so von feuchterer Luft tangiert und von den leichten Tiefausläufern. So gibt es dann am Samstag im Norden doch häufig mal stärkere Bewölkung in Richtung Nordsee. Kann es auch mal ein bisschen Sprühregen geben, wird aber auch häufig trocken sein. Und in der Landesmitte und im Süden gibt es vielfach oder verbreitet sonniges und freundliches Wetter. Auch die Nebelneigung ist im Vergleich zu den letzten Hochdrucklagen wahrscheinlich deutlich geringer. Temperaturen dann aber überall im einstelligen Bereich. Ja, und die Nächte, die werden sowieso frostig werden. Da, wo es aufklart, in den Nächten verbreitet, frostig. Ja, und dann teilweise auch mal bis unter minus 5 Grad. Am Sonntag schiebt sich dann ja diese dichte Bewölkung dann doch weiter in die Landesmitte voran. Also alles so nördlich der Mittelgebirgsschwelle wird schwer haben in Sachen Sonnenschein, vor allen Dingen in Richtung Nordosten. An der Ostsee gibt es auch stellenweise mal etwas Getröpfel, ein bisschen Geniesel. Zum Abend kann das Ganze hier auch mal in Schneeregen übergehen. Im Süden und Südwesten dagegen gibt es noch mal sonniges Wetter und es wird sogar noch mal ein bisschen milder. Am Oberrhein erreichen wir bis zu 11 Grad. Wie es dann in der neuen Woche weitergeht, wie es mit der Wetterumstellung aussieht, zu zeitweise richtig nassen, unbeständigen Wetter und was eventuell mit einer möglichen Sturmlage ist, da wird sich Fabian später nochmal mit den neuesten Modellen melden und euch ein Video präsentieren. Das war's von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.